CoreGamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Ni no Kuni. Ja, ich bin wieder da, euer Soul, wie immer, ne? Wie üblich auch alleine. Wie gesagt, gewöhnt euch da nicht so sehr dran, dass der Rockstar und ich im jeweiligen gegenseitigen Projekt drin sind. Das wollen wir mal hier und da mal machen, aber soll nicht die Regel werden. Ich war ein wenig offscreen fleißig, habe mir unter anderem die Sachen für... nach Formel... Für die Meteor-Axt habe ich mir zusammengesucht. Die mixen wir uns jetzt auch schon mal. So, da haben wir die Dämonen-Axt. Sehr gut. Dazu später mehr. Dann habe ich schon probiert, die Sachen zu farmen, die ich für das Folgeding brauche. Wieder natürlich leider von mäßigem Erfolg gekrönt. Und weil wir jetzt schon mal im Pfad der Gräber sind, weil wir hier auch eine Sache farmen müssen... Genau, da kriegen wir jetzt hier nämlich den RIP-Ausweis. Und das bedeutet, wir kommen in den RIP-Bereich. Ja. Ja, okay. So, denn ich hatte euch ja gesagt, dass ich hier sehr viel Kohle gemacht habe. Das kann ich euch mal zeigen. Also wie ihr seht, ich habe 729.000 Jetons. Ich habe dafür einfach hier Scharmützel gespielt, was man hier spielen konnte und habe mich da ein wenig bereichert. Wo sind nochmal die Preise? Ne, hier nicht. Ah doch, das war bei ihm auch, okay. Aber irgendwie scheint er gerade nicht da zu sein, warum auch immer. So, und man bekommt nachher, wenn man durchgespielt hat, hier den Rang S frei. Und das sind alles Tickets. Die werde ich jetzt mal alle eben einmal holen. Ja, man sieht ja auch zum Beispiel, dass man Blechbüchse kriegen kann und den Döskopf habe ich natürlich alles schon geholt. Auch hier Chrombeeren, also die etwas selteneren Teile habe ich auch schon alle geholt. Chrombeere habe ich wahrscheinlich vermixt, ist ja auch wurscht. So, jetzt haben wir das gekriegt und wir können dann hier in den RIP-Bereich. Und mit diesen Tickets sind wir dazu in der Lage, uns die Filme, die wir gesehen haben, anzugucken. So. Also theoretisch können wir uns dann jetzt hier einfach hinsetzen. Deluxe-Szenen hier, die Einkäufe bei Layla. Geheimnisse in Philipps Werkstatt, halt so alles, was an, was hier so, Sequenzen im Spiel waren, Handlungsdinger, eine ganz andere Welt, halt der ganze, das ganze, Möp hier, das können wir uns jetzt alles angucken, das ist das Einzige, was man damit machen kann mit diesen, Dingern, leider Gottes, und, wie gesagt, man braucht alle vier, um dann hier quasi alles sehen zu können. Habt ihr das auch schon gesehen? Damit sind wir mit der Spielhölle durch. Wie gesagt, wenn ihr schnell Geld kriegen wollt, hier vorne bei der jungen Frau spielen, da macht ihr nur einen Einsatz von 200. Das könnt ihr 7 Runden lang spielen. Und das, was ihr gewinnt, könnt ihr immer wieder als Einsatz benutzen. Weswegen ich da 7 Runden durchgespielt habe und 7 Runden richtig Glück gehabt habe. Was dazu führte, dass ich dann irgendwie 900.000 oder so fast gekriegt habe. Also ist definitiv die zuverlässigste Methode, an Geld zu kommen. Also an Jetons zu kommen. Hat mich, weiß ich nicht, vielleicht 20 Minuten beschäftigt. Offscreen. Also ist ganz knorke. So, dann muss ich eine Aussage aus dem letzten, aus einem der letzten Parts revidieren. Denn ich dachte ja, dass wir dass der Goldhain sich verändern muss, damit wir das Tagebuch von Like a Sir finden können. Das ist schon mal komplett falsch. Was nämlich eigentlich gemeint war, man muss hier so ein bisschen weiterlaufen, hier um die Ecke. Monster dürften uns hier ja nicht mehr gefährlich werden. So, und zwar, hier vorne, ganz gemein verborgen, ist eine Höhle, durch die wir durchschnasseln müssen. Dann kommen wir hier raus, können hier weiterlaufen. Geht hier auf jeden Fall eine ganze Ecke weiter und dann kommen wir hier oben in dieses kleine Ding rein, wie ihr seht.
Und ja, da vorne geradeaus, nicht dieser hier, der nächste, das ist der Wald, in den wir rein müssen. So, damit wären wir auch bei dem drin. Hier finden wir das Tagebuch von Like a Sir. Denn hier ist besagte Tür. So. Tagebuch, ja. So, das Reisetagebuch haben wir gerade erhalten. Was haben wir hier? Ich wusste doch, ich habe was richtig gesehen. Hier machen wir mal wieder Schloss öffnen. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Und wir kriegen den Trank des Magierkönigs. Ich mache mal nochmal eben Schatzsucher hier. Meine Katzen drehen gerade wieder voll am Rad hier. Ja, ja, ist okay. Ah, sehen wir doch. Eine grüne haben wir hier auch noch. Ah, die dürfte ja leicht zu kriegen sein. Dürfte ja irgendwo hier sein. Jawohl. So. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Sternenfresserzahn. Nice. Okay. So, und was wir hier noch bekommen. Wir bekommen hier die Quest der Wegweiser. Dazu müssen wir mit diesem Kaninchen hier reden. Ja, ja, ganz neue Welt, Wegweiser, ehrlich, ja, ja. Ja, ja, Gleichgewicht haben wir wieder hergestellt, bla, bla. Ja, Gleichgewicht entstehen Risse. Ja, so, damit kriegen wir die Quest Nummer 131. Und Nummer 131 sagt uns quasi, wir sollen die Risse schließen. Um diese Risse zu schließen, bekommen wir jetzt die letzten Monsterjagden des Spiels. Meines Wissens nach. Können wir mal eben gucken. Okay. Der Wegweiser. Besiege die Monster aus den Rissen. Okay. Quatschen wir mal nochmal mit dem. Okay. Söderle. Dann sind wir hier in dem Eck fertig. Dann wollte ich auch nochmal eben wieder in den Elfenbeinturm. Denn wir hatten ja in einer der Folgen, wo der liebe Rockstar dabei war, hatten wir ja schon die ganze Ritterklamotte gemacht. Also zumindest die Blechköpfe, die wir da hatten, beseitigt. Dafür reisen wir jetzt mal eben schnell auf den eisernen Drachen. Also in dieser Folge gibt es viel Hin- und Hergereise. Und ich würde auch gerne mir jetzt meinen letzten Zauber holen. Ja, ja, eiserner Drache verlassen. Das funktioniert folgendermaßen. Wir erinnern uns ja noch an Horatio. Horatio wird man jetzt nochmal treffen. Und wenn man seine Fragen richtig beantwortet, dann erfährt man quasi, wer er wirklich ist. Und zudem macht er Ollis mächtigste Zauber frei. So, da vorne sind die Ritter, denen müssen wir jetzt Bescheid sagen. Dann werden die uns nochmal woanders hinschicken. Und dann wird's lustig, wenn wir uns das nächste Mal hier mit denen wieder treffen. So, wundervoll, die Zauberbox schlummern wieder wie für alle Ewigkeit, ja, ja. Weitere Überbleibsel des weißen Steinzeitalters. Zauberbox Sampanos, ja. 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 Kriegen wir, glaube ich, hin. Ja. So. Der hat uns jetzt natürlich nichts anderes gesagt, als dass wir nach Nazca müssen. Bevor wir das jetzt machen, gehen wir nach Katzbuckel und geben mal Like Is Sir sein Tagebuch ab. Wir wollen ja hier noch ein bisschen was schaffen in der Folge. Wie gesagt, also in dieser Folge gibt es viel Hin- und Herreiserei. Kann ich... Nein, das war mir klar, dass ich jetzt hier nicht reisen kann.
Dann machen wir das per Drachenflug. Zödele. Ja, und wie gesagt, wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende des Spiels. Ja, ja, ist mir klar, da kannst du nicht landen. So. Was ich persönlich ja wieder sehr geil finde. Ja, und es ist jetzt doch alles ein bisschen anders gekommen, als wir gedacht haben. Witcher geht zu Ende, Batman geht jetzt ja zu Ende. Alles in dieser Woche übrigens. Also Witcher nicht, Witcher kommt übernächste Woche in KW 47 zum Ende. Oder 48, oder 49. Ich weiß es gerade nicht. So. Ja. So, Engelsflügel natürlich wieder und wieder ein bisschen Kohle. Und was noch viel geiler ist, wir kriegen Stempel. So. Ja, wir kriegen von ihm auch noch eine alchemistische Formel. Katzen, könnt ihr mal aufhören, hier durchzudrehen? Das fände ich jetzt mal echt geil und so. Was haben wir denn für Formeln bekommen? Irgendwas Neues hier? Nein. Ah, wir haben das Göttinnengewand bekommen. Ist nicht gerade schlecht. Den Göttinnen-Schild haben wir auch bekommen. Was war's hier? Was ist hier los? Da haben wir nichts Neues. Nee, das war's. Okay. Sehr nice. Also mittlerweile sieht's auch, wenn wir so ins Inhaltsverzeichnis gucken, so alle Seiten, sieht man, allzu viel fehlt uns da nicht mehr. Uns fehlen hier natürlich noch Zauber. Wie gesagt, ich weiß ja, wo ich die kriege. Die sollten jetzt nicht das Problem sein. Was ist das hier? Aha, irgendeine Bestie. Ich glaube, irgendeine Geschichte fehlt uns hier offensichtlich noch. Ja, irgendwelche Geschichten fehlen uns noch. Regionen der Welt, was ist das denn hier? Ja, hier ist auch wieder Geschichte, die uns noch fehlt. Und ich glaube auch noch vereinzelt Alchemie-Rezepte fehlen uns noch. Das dürfte so ziemlich alles gewesen sein, was uns fehlt. Ja, nice. Also wie ihr seht, der magische Begleiter ist nearly completed. Ich könnte ja auch eigentlich mal gucken, hier Fortschrittsbericht. Ja, salomonische Spielerang A hatten wir geschafft. Zwei Schätze gefunden. 33% Alchemie, also 33% haben wir hergestellt. 86% der Aufgaben, 70% der Kreaturen haben wir gefunden und 87% des magischen Begleiters komplettiert. So, wo wollte ich hin? Wir reisen mal eben nach Nazgûl, also nach Aramomoria. Hier tanzt ja irgendwo der Zauberer Zampano rum. Ich möchte aber, bevor ich zu dem gehe, möchte ich gern woanders hin. So, da vorne ist der Zauberer Zampano. Bevor wir aber zu dem gehen, gehen wir einmal wieder hier rein. Denn, wenn ich mich nicht irre, tanzt hier unser Horatio rum. Schauen wir mal. Auf der Karte sehe ich ihn jetzt nicht, aber das heißt ja nichts. Nee, die Sau ist nicht da. Okay, dann machen wir jetzt erst was könnten wir denn stattdessen machen? Orden der Illusion. Zu dem Meisteralchemisten könnten wir mal hin. Reisen. Mal Kuwait. Damit der uns nämlich die Aufgabe gibt, quasi die andere Axt zu machen. Damit wir da schon mal ein bisschen weiter voran sind. Und dann könnte ich mich theoretisch auf Monsterjagd wieder begeben. Ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, oh, nicht schon wieder Monsterjagd. Aber wie gesagt, das sind die letzten im gesamten Spiel. Ich habe mich da ja mal so ein bisschen schlau gemacht. So. Höhle war hier, wenn ich mich nicht täusche. Hallo? Ja, war doch. Habe ich mich doch richtig erinnert. Zedale. Dann gehen wir mal eben zu dem Bubdi, holen uns unsere halbe Belohnung ab. Jetzt mal wieder einen Schluck trinken hier. Ja, von dem kriegen wir ja auch noch alchemistische Rezepte. So. Gute Arbeit. Yep.
Ja, die Regenbogen. Außerdem benötigst du regenbogenfarbene Fossilien und Schriften über die Mysterien dieser Welt. Ja. So, diese regenbogenfarbenen Steine oder was er da eben sagte, die kriegt man im Glitzerpfad. Da laufen jetzt ja goldene Drachen rum. Die kann man mit der Superfähigkeit von Sven klauen. Und diese mystischen Schriften, die kriegt man eben im Pfad der Gräber. Und die kriegt man von diesen goldenen Tritrötern, glaube ich. Ja, von den goldenen Tritrötern auch mit Svens Fähigkeit, Superfähigkeit, genannt Langfinger. Und ja, aber ich wollte mir eigentlich dafür noch einen besseren Dings holen. Ich glaube, ich musste jetzt nochmal umrüsten, kann das sein? Weil ich hatte während des Farmens, habe ich glaube ich Olli seinen, ja, habe ich seinen schwächsten Zauberstab wiedergegeben. So, wir reisen. Wo reisen wir denn mal hin? In den finsteren Wald. Denn die letzten Monsterjagden befinden sich alle, meines Wissens nach, an den Orten, wo man den Endgegner bekämpft hat. Also überall, wo Endgegner waren. Und der erste war dann natürlich hier im finsteren Wald. Weil wir gerade schon mal hier sind, können wir eigentlich auch mal wieder bei Vater Eiche vorbeischauen. Mal gucken, ob der mal was Tolles für uns hat. Das weiß ich nämlich jetzt gar nicht. Schatzsucher? Haben wir hier noch Truhen? Ich meine nicht. Ich glaube, ich habe so gut wie alles habe ich hier aufgedeckt an Truhen. Ja, Truhen gibt es hier keine mehr. Ausgezeichnet. So, gehen wir mal wieder nach Fäderchen Eiche. Ja, genau. Lass die erstmal vom Stein aufhalten, Olli. Why not? Ah, guck mal, da freut er sich schon, uns zu sehen. Vielleicht gibt er uns ja noch was Knorkiges. Berühmtes Knorkiges. Haha. So. Hallo, Gefatterreicher. Ja. Ja. Wir erzählen ihm jetzt alles, was passiert ist. Ja. Okay, mehr hast du uns nicht zu sagen? Okay, dann kriegen wir bei Gevatter Eiche nichts mehr. Dämlicher Baum. What dolls? Wir gehen, wie gesagt, jetzt erstmal zum Endgegnerkampf hier. Das heißt, wir dürfen uns einmal durch den ganzen Wald hier durchmogeln. Wobei, das dürfte weniger das Problem sein. Die Monster dürften alle vor uns abhauen. Ja, okidoki. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das noch diese Folge schaffe. Ja, ja, die Wirkung des Zaubers lässt nach, was mir herzlich egal ist. Hui, hui, hui. Na, hier haben wir Clipklapper. Die mir natürlich erstmal völlig egal sind. Tak, tak, tak. Mensch, als man noch dachte, dass der Bereich hier so groß ist, ne? So, hier musste ich darüber. Muss mich hier zwischenzeitlich immer wieder ein bisschen orientieren. Ein Spießer. Ein Hüpfelchen. Komm, das nehmen wir mal mit. Mal gucken, ob unser, ob wir davon eins mitnehmen können. Spucke haben wir auch. Jetzt geht's aber ab hier. So, die anderen habe ich auf Nichtstum gepackt. Oh. Esther. Ein Hüpfelchen nehmen wir mit. Und den Zwickzwacker kann natürlich auch. Ich meine, wenn wir schon, ne? Ich meine, wenn es geht, dann, dann machen wir das auch, ne? So, haben wir die beiden nämlich auch gezähmt. Mal gucken, ob wir sie noch brauchen. Ich glaube, es war ja nicht, aber ich meine, wenn wir schon mitnehmen können, ne? Ja, 24 Erfahrung. Ja, natürlich behalten wir Hüpfelchen. Repilator, wie kommt man? Enternick, Enternick hört. Ne, wir nennen den Hüpfel. Komm, wir nennen den Hüpfel. Hüpfel geht ins Schlüpfloch. Zwickzwacker, ja klar. Zwicki, Zwacki, Zwicker. Zwicktor, das ist Zwicktor. Der Schreckliche. So. Haben wir da auch ein bisschen was gekriegt?
eben einmal hier rüber balancieren, das Hüpfelchen haut ab und rennt voll in uns rein. Blöde Sau. Oh, ein goldenes Hüpfelchen. Das ist aber nice. Und tschüss. So schaut's. Ich weiß gar nicht mehr, was mit den Golden ist. Ob die mit denen kriegt man auch zum Beispiel jede Menge Gold. Die große Banane, die werden wir wohl auch von dem gekriegt haben. Naja, okay, stiften. So, hier nochmal drüber. Dann hier hin. Ah, ich denke mal, speichern werden wir nicht müssen. Wir sind ja recht gut vorbereitet, von meiner Perspektive aus. Was ist das für eine Scheiße hier? Schwierig. Ich denke, hier sind Risse, ihr Säcke. Mein Gott. Okay, dann beschäftigen wir uns mit was anderem. Aber das dann erst in der nächsten Folge. Ich teleportiere mich mal jetzt eben schnell an den Eingang. So, und dann sage ich jetzt zu euch, see you guys. Und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Ni No Kuni. Bis denn, tschüss. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.